Fuck, fuck, fuck. Ich warte doch lieber noch ein bisschen. So. Was? Vom Fuck, stirb halt. Gibt's hier irgendwo Lebensenergie? Okay. Ein Buttlet wäre mir jetzt lieber. Buttlet wäre mir jetzt wirklich lieber. Naja. Okay. Der Aufzug. Also, das ist, glaube ich, klingonisch. Hallo. Föderationstruppen hierher. Geben Sie mir Deckung, während ich die Tür öffne. Deckung für was denn? Naja, wenn du meinst. Geilen Buttlet. Corbin, führen Sie Hazard-Manöver Monroe Alpha 3 durch. Mit Berg. Geil. Hallo. Scheiß Romulaner. Scheiß Romulaner, komm her. Reicht's noch nicht? Achso, da bist du. Holodeck-Simulation abgeschlossen. Danke, Corbin. Gute Arbeit. Was? Holodeck? Und jetzt? Geh noch nicht raus. Den kennen wir doch. Den Glatzkopf. Jetzt etwas Besonderes. Den kennen wir doch. Ah, Lieutenant Monroe, das ist Captain Jean-Luc Picard. Ich habe mir Ihre Holodeck-Sitzung angeschaut. Sehr beeindruckend. Ja, danke, Monroe. Und jetzt entschuldigen Sie bitte, aber der Captain hat einen engen Terminplan. Ich bin sicher, der Empfang des Direktors kann einige Minuten warten. Lieutenant Monroe, ich habe mich gefragt, wo Sie das gelernt haben. Im Delta-Quadranten. Wie meinen Sie? Ich habe das Hazard-Team auf der Voyager geleitet, Sir. Hazard-Team? Ja, das Hazard-Team war... absolut überflüssig. Entschuldigen Sie, überflüssig? Präzise. Der Föderationsraum unterscheidet sich grundlegend vom Delta-Quadranten. Meine Forschungen zeigen, dass Captains der Sternenflotte keine Hazard-Teams benötigen. Verstehe. Und sind Sie ein Captain der Sternenflotte? Nun, nein.
Die Herausforderungen, die sich uns an den Grenzen des Föderationsraums stellen, unterscheiden sich kaum von denen der Voyager im Delta-Quadranten. Ich könnte eine Elite-Truppe taktischer Offiziere gut einsetzen. Aber... Sagen Sie, Lieutenant, haben Sie jemals darüber nachgedacht, in den aktiven Dienst zurückzukehren? Jede Sekunde meines Lebens. Ich spreche mit Ihrem Vorgesetzten. Vielleicht kann ich einen Transfer arrangieren. Vielen Dank, Sir. Stellen Sie eine Liste der Leute zusammen, die Sie sich für das neue Hazard-Team wünschen. Ich bin sicher, Mr. Stammons kann das arrangieren. Ich, nun... Haha. Präzise. Mission erfüllt. Und jetzt, ja, ihr könnt es euch doch natürlich vorstellen. Hier sieht man schon die Enterprise. Und so ist es natürlich auch. Wenn es mal fertig geladen hat, dann seht ihr es natürlich auch. Hier die USS Enterprise, die NCC 1701E, die neueste Enterprise, die es gibt. Richtig schönes Schiff. Richtig, richtig, richtig schönes Schiff. Hazard-Team meldet sich zum Dienst, Sir. Willkommen an Bord der Enterprise. Danke, Sir. Lieutenant Commander Tuvok übernimmt vorübergehend die Vertretung von Lieutenant Commander Worf. Er wird uns ebenfalls bei der Integration der Hazard-Team-Operationen unterstützen. Mein Ziel ist, die Integration der Hazard-Team-Operationen voranzutreiben. Ihr ehemaliger Schüler Fenrich Corben bildet mit Chang, Chell und Jurod das Camp. Lieutenant Worf ist ja nicht mehr bei der Enterprise, der ist jetzt bei Deep Space Nine als taktischer Offizier. Und ich möchte ein jüngeres Mitglied meiner Crew hinzufügen, Fenrich Franklin. Wir werden ihn in unsere nächste Trainingssitzung einbeziehen. Sehr gut. Lieutenant, machen Sie sich mit dem neuen Operationsbereich des Hazard-Teams vertraut. Wenn unsere diplomatische Mission beendet ist, werde ich Sie zu einer Führung auf die Brücke einladen. Fenrich Corban hat eine neue Waffe für das Hazard-Team entwickelt. Sie finden ihn in der Waffenkammer. Aye, aye, Captain. Besuchen Sie die Waffenkammer auf Deck 8. Reden Sie mit Shiro im Umkleideraum und reden Sie mit Shell im Besprechungsraum. Ihre Anomalien in den molekularen Bildscannern. Können Sie den Ursprung der Anomalie feststellen? Ich isoliere die Daten. Scheinbar ist Scanner 2 um 4 Bogensekunden von der ACB-Achse abgewichen. Verstehe. Ich gebe dem Maschinenraum Bescheid. Die sollen Scanner 2 rekalibrieren. Bis er repariert ist, könnte die Abweichung den Rest des Systems beeinflusst haben. Das bedeutet, dass die anderen Scanner während des Transports versagen könnten. Wir schalten besser alle Scanner ab, bis die Reparaturen abgeschlossen sind. Ich will nicht in die Geschichte eingehen als der Mann, der einen Admiral in protoplasmisches Gelee verwandelt hat. Ja, das finde ich gut. So, ja, die Enterprise. Richtig geiles Schiff. Ja, hier sind Gefängnisse. In Dinobulana. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. So wie Phlox. Der Arzt der ersten Enterprise. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ebenfalls nichts. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Nö. Die Krankenstation? Guten Tag, Lieutenant. Mein Name ist Dr. Stevenson. Solange wir an Bord der Enterprise sind, können wir Sie medizinisch unterstützen. Guten Tag, Lieutenant. Mein Name ist Dr. Stevenson. Solange wir an Bord der Enterprise... Wo ist denn die Beverly Crusher? Weil durch diesen... Durch diese Jeffreys-Röhre sind sie ja bei dem Star Trek der erste Kontakt geflohen, weil hier ja die Borg angegriffen haben. Aber naja, hey, Andoriana, wie geht's? Wahrscheinlich nicht so gut. So. Die Waffenkammer. Genau. Hallo, Corban. Haben Sie das neue Sturmgewehr der Föderation gesehen? Nein, tut mir leid. Mein erster Besuch auf der Enterprise galt nicht der Waffenkammer. Ich werde über Ihr menschliches Versagen hinwegsehen. Und da sagt man, Klingonen seien herzlos. Das Sturmgewehr ist eine gute Ergänzung des Kompressionsgewehrs. Es ist auf kurze Reichweite wirkungsvoller und hat mehr Funktionen. Danke. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mich in das Hazard-Team aufgenommen haben. Das ist mir eine große Ehre. Die Ehre ist unsererseits.
Sie sind der Beste für den Job. Um Ihr Training mit dem Sturmgewehr zu unterstützen, habe ich ein Holodeck-Trainingsprogramm geladen. Ich glaube, Sie werden es anregend finden. Okay. Aha, alles schön versiegelt. Naja, wenn du meinst. Der Primärangriff ist ein gefächerter Plasmastrahl. Sekundärangriff ist ein starker Einzelschuss. Der bei den Feinden in der Nähe große Streuschäden anrichtet. Sieht ja aus wie eine Schrotflinte. Ja, ist wirklich so. Sieht wirklich eher aus wie eine Riesenschrotflinte.